Man muss ja eigentlich fast jeden Tag eine Kerze für den Genossen Babler zumindest für sein politisches Wirken anzünden, weil er ganz herrlich aufzeigt, wie die Sozialdemokratie eigentlich tickt. In den letzten Tagen hat ja dieser Skandal rund um den Linzer Bürgermeister Luger die Runde gemacht und das gibt einen tiefen Einblick in das Selbstverständnis der Sozialdemokratie. Worum geht es? Ursprünglich war es so, dass ein wesentlicher Job im Kulturbereich der Stadt Linz frei geworden ist und dass der Herr Bürgermeister Luger ganz offensichtlich gerne einen Freund in diese Position gesetzt hätte. Das hat er schlussendlich auch getan, indem er ihm bereits beim Ausscheidungsverfahren, also beim sogenannten Hearing, vorab schon die Fragen gegeben hat, die er dort gestellt bekommt. Das hat natürlich einen entsprechenden Wettbewerbsvorteil für diesen Herrn bedeutet. Er ist dann in Amt und Würden gelangt und schlussendlich aber über eine Finanzaffäre gestolpert. Das heißt also intern ist hier festgestellt worden, dass es hier Ausgaben gibt, die so nicht darstellbar waren. Es sind andere Firmen beauftragt worden und so weiter in einem vollkommen unüblichen Ausmaß. Und das dürfte auch den Ausschlag dafür gegeben haben, dass man hier besser hingesehen hat. Es war dann in weiterer Folge so, dass der Linzer Bürgermeister ganz offenkundig die Bevölkerung lange Zeit lang belogen hat und erst, dass er sozusagen aus dieser Geschichte nicht mehr rausgekommen ist, weil er nämlich ein Chatverkehr mit einem erdrückenden Ergebnis aufgelegen und bekannt geworden ist. Erst dann hat er sozusagen gestern mal kleinlaut auf seine Funktionen verzichtet und heute ist er ganz zurückgetreten. Da hat dann natürlich einer, nämlich der große Vorsitzende Babler, sich dann noch ganz wichtig gemacht und versucht, den hemdsärmeligen Macher zu spielen, indem er ihm dazu auffordert. Fakt ist aber auch, dass man aus Oberösterreich, sprich aus Linz, fährt, dass der Entschluss, als Bürgermeister zurückzutreten, schon gefallen ist, bevor der Herr Babler das überhaupt artikuliert hat. Das heißt also, hier ist es wieder mal gehörig schiefgegangen, aus dem Herrn Babler einen Macher zu machen. Aus diesen Menschen kann man nämlich nichts machen, denn wo nichts ist, kann man auch nichts daraus ableiten. Und beim Herrn Babler ist das offenkundig der Fall. Genau deswegen ist er für uns so wichtig, weil er jeden Tag zeigt, welche Blindgänger in dieser Partei unterwegs sind. Vor allem dann, wenn man noch so einen Obmann wählt und glaubt, dass der diese Partei in lichte Höhen führen wird. Aber gerade der Herr Babler ist ja hier auch ein sehr, sehr spannendes Beispiel, denn der Linzer Bürgermeister ist zumindest zurückgetreten. Wir erinnern uns aber auch an die Affäre um Andreas Babler, die vor einigen Jahren stattgefunden hat, wo er als Bürgermeister sich selbst als Pressesprecher eingestellt hat. Das heißt, dass er dann zwei Gagen kassiert, einmal den Bürgermeister und einmal den Pressesprecher. Da hat er keine Konsequenzen gezogen. Damals wäre er auch rücktrittsreif gewesen, hat es aber nur nicht getan. Man sieht also, wie das spannend ist zu beobachten, dass der Obermoralist Babler auf der einen Seite zwar immer noch an seinem Bürgermeistersessel in Dreiskirchen festklebt, auf der anderen Seite aber den Linzer Bürgermeister hier zum Rücktritt auffordert. Im Prinzip müsste er konsequenterweise jetzt auch sich selbst zum Rücktritt auffordern. Das tut er natürlich nicht, weil er ganz genau weiß, dass er nicht Bundeskanzler wird und dann wieder gerne weiter in seinem warmen Bürgermeisterbüro hockt. Das ist der einzige Hintergrund und genau das zeigt ja auch die Unehrlichkeit, mit der dieser Herr Babler auf die Öffentlichkeit losgeht. Apropos Unehrlichkeit, beim Herrn Babler hat es ja auch andere Kalamitäten gegeben, nämlich im Zusammenhang mit seinem Werdegang. Er hat ja nach einer Untersuchung vom Plagiatsjäger Weber feststellen müssen oder zugeben müssen, dass seine Lebenslaufangaben auch nicht ganz stimmen, denn er hat immer von sich behauptet, er hätte einen HTL-Abschluss und er hätte auch in weiterer Folge eine Lehre abgeschlossen. Beides ist übrigens nicht der Fall. Der Herr Babler hat nie die HTL Mödling abgeschlossen und auch seine Lehre hat er nicht fertig gemacht. So gesehen ist er ohne Berufsausbildung. Das hat mich dann zur nächsten Frage geführt, warum der Herr Babler den Titel MSc, also Master of Science, hinter seinem Namen führt. Das ist ein Studium, das man auf einer Fachhochschule machen kann. Und wenn man aber keine Matura hat, gibt es natürlich erschwerte Bedingungen, dass man dieses Studium trotzdem machen kann. Spannenderweise ist nämlich eine dieser Bedingungen, dass man zumindest fachbereichsspezifische Erfahrung haben soll oder haben muss, um diesen Studienlehrgang machen zu können. Und da stellen wir jetzt die Frage, wo hat er diese Erfahrungen eigentlich her? Auf der einen Seite aus dem Lehrberuf wohl nicht. Erstens hat er nicht abgeschlossen. Zweitens ist Metallfacharbeiter wahrscheinlich für dieses Studium nicht geeignet, zumindest nicht als Erfahrungswert. Das heißt also, was hat er dann gemacht? Und ich hege fast den Verdacht in mir, dass er die Zeit, in der er sich selbst als Pressesprecher
beschäftigt hat, dazu verwendet hat, das Ganze als Expertise für sein darauf aufbauendes Studium zu nehmen. Das heißt, es war ein in sich geschlossener Kreislauf, den der Herr Babler da offensichtlich vollzogen haben dürfte. Also wirklich einmal interessant, an seiner Fachhochschule nachzufragen, wie die Eignung für dieses Studium quasi als außerordentlicher Student ohne Matura eigentlich zustande gekommen ist. An dieser Stelle jetzt auch noch eines. Es ist vollkommen unerheblich, ob jemand einen Lehrabschluss hat oder nicht, ob jemand eine Matura hat oder nicht. Wichtig ist es aber, wenn man schon Bundeskanzler dieser Republik werden will, dass man es mit der Ehrlichkeit ein wenig genauer nimmt. Das ist beim Herrn Babler ganz, ganz klar nicht der Fall und genau deswegen ist er auch nicht für das Amt des Bundeskanzlers geeignet und ich bin überzeugt davon, dass das auch in dieser Form nicht eintreten wird. Es gibt daher nur eine Wahl für Ehrlichkeit, das ist die Freiheitliche Partei mit Herbert Kickl an der Spitze. Das ist die Parole für den 29. September. Ich freue mich schon darauf, wenn wir dann in weiterer Folge einmal 5 gute Jahre für Österreich erleben werden. 5 gute Jahre, in der MIF dieser schwarz-grünen Regierung einmal aus den entsprechenden Ministerbüros hinausgelüftet wird und diese Republik wieder für die Menschen und nicht für einzelne Parteien arbeitet. In diesem Sinne, danke für euer Dabeisein. Ich freue mich natürlich wie immer über euer Gefällt mir, über ein Abo, das ihr klickt oder über die aktivierte Glocke. Wir sehen uns dann morgen wieder.